Okay, Blaze, sehen wir uns deinen Motor mal an. Motor auswerfen. Sieht ganz so aus, als würde da irgendwas drinstecken. Es ist ein Hotdog. Ein Hotdog? Oh, Piggy, da ist er. Den habe ich mir schon mein ganzes Leben lang gewünscht. Ich weiß, dieser Hotdog sieht so wahnsinnig lecker aus. Nein, doch nicht der Hotdog, der Motor, der Turbo-Speed-Motor. Oh nein! Der Turbo-Speed-Motor! Crusher, das ist mein Motor! Ha, aber jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich es, der Turbo schnell fahren kann. Aber Crusher, du kennst dich doch mit Turbo-Speed gar nicht aus. Klar kenne ich mich aus. Um Turbo schnell zu werden, muss man nur rufen. Gib Speed! Mein Motor ist auf dem Gipfel des Berges gelandet. Motor! Ich will den Turbo-Speed-Motor haben. Oh nein! Crusher will sich den Motor holen. Wir können nicht zulassen, dass er ihn bekommt. Dann muss ich eben vor ihm auf dem Berg sein. Hey, das ist ja komisch. Wieso bewege ich mich nicht? Na, weil du doch keinen Motor hast, Blaze. Ohne deinen Motor kannst du auch nicht fahren. Oh Mann, was willst du jetzt tun? Tja, bis ich meinen Motor wieder habe, muss ich mich wohl irgendwie anders fortbewegen. Ich brauche etwas, das mir Schubkraft verleiht. Ja, Schubkraft, genau! Schubkraft ist die Kraft, mit der eine Maschine bewegt wird. Normalerweise benutzt Blaze seinen Turbo-Speed-Motor, um Schubkraft zu bekommen. Wenn der Motor Kraft ausübt, drückt die ihn vorwärts. Aber da ich gerade keinen Motor habe, brauche ich was anderes, das mich antreibt. Hey, ich hab ne Idee. Wir nehmen diesen Riesenballon dort. Also, wenn ich jetzt Luft aus dem Ballon lasse, dann kriegen wir damit volle Schubkraft! Wuhu! Crusher ist gleich oben auf dem Berg. Gleich holt er sich den Turbo-Speed-Motor. Ich muss mir meinen Motor zurückholen, bevor Crusher dort ist. Aber wie, Blaze? Du kannst nicht fahren. Ich kann zwar nicht fahren, aber möglicherweise kann ich fliegen. Fliegen? Vielleicht kriege ich mit Hilfe der Rotorblätter genug Schubkraft zum Fliegen. Wow! Schnell, wir sammeln alle ein. Oh ja! Ich flieg jetzt mit Schubkraft. Es ist soweit. Der Turbo-Speed-Motor gehört endlich mir. Was? Tut mir leid, Crusher. Dieser Motor gehört nun mal mir. Ja! Nein! Nein, 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 nein! Ja! Yeah. Jetzt bleibt nur noch eine Sache zu tun. Der Motor muss wieder an die richtige Stelle. Okay, erledigt! Oh yeah! Super gemacht, Blaze! Endlich hast du wieder deinen Turbo-Speed-Motor! Lasst uns eine kleine Spritztour machen mit ein bisschen Turbo-Speed! Damit ich Turbo schnell werde, ruft Gib Speed! Gib Speed! Yeah! Ich darf Blaze
Blaze nicht an den Schnellzauber kommen lassen. Ich will doch die Allerschnellste von allen sein. Oh, die werden sie aufhalten. Blaze, pass auf! Ich sagte doch, ich bin die Schnellste von allen. Juhu! Sohn Rost, die Königin darf die Zauberflasche auf keinen Fall bekommen. Hey, einen Moment mal. Ich sehe, was das uns vor der Königin hinbringen kann. Eine magische Zauberrankenbohne. Ja! Wir können eine Bohnenranke bis zur Wolke wachsen lassen. Aber hier im Boden sind viele Löcher. Damit die Bohne wächst, müssen wir sie in ein Loch pflanzen, das die gleiche Form und Größe hat wie sie. Richtig. Beide müssen deckungsgleich sein. Und los. Seht euch die Bohne genau an. Und das Loch. Hat diese Bohne die gleiche Form und Größe wie das Loch? Nein, sie haben die gleiche Form, aber nicht die gleiche Größe. Schnell, probieren wir eine andere. Hat die Bohne die gleiche Form und Größe wie dieses Loch? Nein, sie haben die gleiche Größe, aber nicht die gleiche Form. Was ist mit diesem Loch, Blaze? Mal sehen. Hat die Bohne die gleiche Form und Größe wie das Loch? Ja! Wenn wir die Bohne herumdrehen, sehen wir, dass beide die gleiche Form und Größe haben. Beide sind deckungsgleich. Wow! Es funktioniert! Die Bohnenranke wächst hoch bis durch die Wolke. Und da ist der Schnellzauber. Oh, aber wenn wir uns nicht beeilen, wird die Königin vor uns da sein. Dann sollten wir die Bohnenranke jetzt super schnell raufklettern. Und zwar turboschnell. Damit ich turboschnell werde, ruft Gib Speed. Gib Speed. Kann ich nichts mehr aufhalten. Nicht einmal dieser Blaze. Wie kann ich... Oh yeah! Ja! Wir haben sie! Und jetzt mit dem Schnellzauber zurück zu unseren Freunden. Ich bin so langsam. Hey! Das klingt nach Blaze! Ich kann wieder schnell fahren! Ich auch! Der Schnellzauber wirkt! Jetzt können wir alle wieder schnell fahren! Juhu! Jemals wieder die schnellste Monstermaschine. Meine Königin, wer der Schnellste ist, ist nicht wichtig. Nein, die größte Freude ist doch, schnell zu fahren und bei Freunden zu sein. Freunden? Zauberspiegel, du hast recht. Oh, Blaze? Die Königin! Ich wollte mal fragen, glaubt ihr, ich könnte vielleicht mit euch mitfahren? Natürlich, Queen Festine. Ja. Oh, ja. Wir haben doch immer Platz für eine neue Freundin. Na, das ist doch einfach wundervoll. Dann kommt, Freunde, fahren wir wieder schnell, gemeinsam. Wir sind die Schnellsten weit und breit. Schneller als das Sonnenlicht. Ja, die Schnellsten aller Zeiten. Also dann, Leute, viel Glück beim Rennen. Dir auch, Partner. Und möge der beste Truck den Pokal gewinnen. Den großen, glänzenden Pokal? Hey, wo ist Pokal hin?
Nein! Seht nur! Komm mit dem Pokal zurück! Rasselnde Radkappen! Der Pokal fliegt davon! Und Crusher versucht, ihn einzufangen! Hier mit dem Pokal! Er kann ihn sich doch nicht einfach so nehmen. Das ist nicht fair. Aber der Pokal ist doch für den Sieger des Rennens. Kommt mit, Freunde. Wir müssen schnell sein und den Pokal einfangen, bevor Crusher ihn hat. Ja! Na dann los! Monster Trucks, alle mir nach! Na sowas. Ist ganz schön dunkel hier drin. Och, das macht nichts. Hier drin sind ja zum Glück keine riesigen, gefährlichen Roboter! Was sollen wir denn jetzt machen? Diese gemeinen Roboter versperren uns den ganzen Tunnel. Die Roboter werden groß, wenn es dunkel ist. Aber wenn wir sie mit hellem Licht anleuchten, schrumpfen sie und werden wieder klein. Ja, und ich weiß, wie man helles Licht macht. Und zwar mit Hilfe von Photonen. Licht besteht aus winzigen Teilchen, die Photonen heißen. Und die sind sehr, sehr klein. Doch je mehr man von ihnen hat, desto heller ist das Licht. Genügend Photonen können super helles Licht erzeugen. Und dann schrumpfen diese Roboter. Okay. Dann mal los. Oh, sexy Roboter! Schrumpfen wir ihn. Um mit den Photonen ein helles Licht zu machen, ruft Photonen! Photonen! Juhu, es klappt! Tja, so macht man das, Leute! Oh, seht doch! Wieder ein wächst im Dunkeln, Roboter! Helft mit, ein helles Licht zu machen. Ruft Photonen! Photonen! Juhu! Wir gleich raus aus Tunnel! Wir müssen nur noch an einem Roboter vorbeikommen. Schrumpfen wir ihn mit dem allerhellsten Lichtstrahl. Ruft Photonen! Photonen! Aber Crusher schon fast da. Gleich gehört er mir. Nur mir. Wenn wir den Meisterschaftspokal wollen, bevor er ihn schnappt, müssen wir schnell sein. Es wird Zeit für den Turbo Speed. Damit ich Turbo schnell werde, ruft Gib Speed. Gib Speed. Gleich hole ich mir den Pokal! Ja, yippie! Ja! Juhu, du hast ihn, Blaze! Du gerettet, Pokal! Oh, das ist nicht fair! Ich wollte diesen Pokal ganz für mich allein haben! Für mich! Fertig? Doch wer fährt als Erster über die Ziellinie und gewinnt den Pokal? Es ist unentschieden! Blaze, Starla, Zack, Stripes und Crusher haben alle zur selben Zeit die Ziellinie überquert. Sie alle gewinnen das Rennen. Zack! Das war ein super Rennen. Ich glaube, mein Stoßdämpfer pfeift. Aus dem Meisterschaftspokal werden noch mehr Pokale. Wow. Es gibt einen für mich, für Zack. Yippie. Für Stripes. Wow. Für Starla. Woo. Und für Crusher.